So, gucken wir uns noch mal ein, zwei Videos an. Gucken wir uns kein Konzept an. ApoRed hat Madeira-Verbot von Unge. Ah, perfekt, Digga. Kein Konzept, Monetarisierung ist weg. Also würde es mich auch freuen, wenn ihr folgendes checkt. Gaming, Car und die Kids Digga, wollen. was ist denn mit der Facecam schon wieder los, Mann? Oder er, Mann. Schmeiß dir das Ding einfach in den Müll. Das ist halt schon Müll. Warum ist es als Vollzeit-YouTuber eigentlich so verdammt schwer, ein Video pro Woche zu veröffentlichen? Ja gut, als YouTuber ist man ja auch extremer Lifestyler und da ist man jeden Tag ja auf der Suche nach dem perfekten Lifestyle. Danke, dass du Barbie und mich richtig geil mit Ron in den Stripclub schlägst. Perfekten Lifestyle. Dementsprechend bin ich halt jeden Tag auf Achse und ein Video die Woche ist auch schon richtig viel. Ich hab's euch gesagt, Sascha hat sich verändert, Digga. Ey, warte mal eine Sekunde, wo ist Sascha eigentlich? Sascha macht gar keine Videos mehr. Wirklich nicht. Ah. Ich gucke in deinen Kanal keine Videos mehr. Ja. Ausgesorgt. Genau, kommen wir zum Punkt Manipulation, Digga. Ey Leute, ich mach Videos, ne, nach langer Zeit. Und auf einmal sehe ich in den Top-Kommentaren, ey Red, du hast dich voll verändert, du bist voll krasser Typ. Und ich weiß, es ist nicht, ey guck mal, es ist nicht böse gemeint, es ist gut gemeint. Aber ich schwör's euch, das ist maximaler Bullshit. Es ist maximaler Bullshit. Meine engsten Freunde allesamt, jeder von denen, ohne Ausnahme, sagt, Digga, in den letzten 2, 3 Jahren, ich hab mich gar nicht verändert. Ist so. Red ist immer der gleiche geblieben. Red hat sich nicht verändert, Digga. Red war immer der gleiche, Digga, und war immer gleich korrekt, Mann. Es ist wirklich so. Ich kenne Red jetzt seit, keine Ahnung, seit wann kenne ich Red? Seit 2014, 2015 auch? Red war schon immer so korrekt, Digga. Gar nicht. Wie kann das sein, dass dann Leute sich einig sind und sagen, oh Red, du hast dich voll krass verändert. Auf den, ich habe eine 360-Grad-Wendung gemacht. Auf einmal habe ich 360s gemacht. Auf einmal bin ich ein ganz anderer Mensch geworden und so. Wisst ihr, was, glaube ich, einfach das Ding ist, was Red so ein bisschen unterschätzt hat vielleicht? Er hat immer gedacht, die Leute interessieren sich nur so für seine Fortnite-Videos, für so, ich habe mir die Schuhe gekauft, ich habe mir die Schuhe gekauft. Aber Red hat, glaube ich, jetzt erst für sich entdeckt, dass so Real Talk von ihm, so quatschend, ein bisschen mit dem Chat interagieren, einfach mal eine Stunde IRL-Content, also Just Chatting und ein bisschen quatschen. Ich glaube, die Leute haben dann erst gemerkt, weil er mal ein bisschen mehr so von sich privat gesagt hat, wie korrekt er ist. Ich glaube da, also, ja. Das könnte sein. Ich treffe einen Kunde, der ist über 40 und er will sich was angucken. Ja, ich finde es schon lustig. Red hat momentan irgendwie einen Hype bekommen, obwohl er gar nichts verändert hat im Grunde. Ich habe auch einen Clip gesehen von Red, wo er gesagt hat, er versteht nicht, warum die Leute ihm jetzt so schreiben, boah, Red, mies, krass. Da hat der Typ 100% recht, der macht gerade aber diesen anderen Real-Rap gerade. Sympathisch und so. Da muss ich auch ehrlicherweise sagen, Red war schon immer krass sympathisch, Digga. Der war schon immer so korrekt, Mann. Es wird immer mehr wie von allein, Kid, ich habe den Lauf wie meine Tag. Gib mir keine Fick auf deine Gang, ob an und zucke meine Gun, baller die Kugel in den Head und du verreckst. Lade meine Baller, meine Baller, den auf alle meine Deine, meine Motherfucker, denke deine Mama für der Kamera, der kann da weg, meine Mitte, kann da mal ein Stack, ist cooliger der Boss. Kolle, grüße ihn raus an dich, Mann. Boah, Alter. Wow, Mann, ey, Junge, 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 Junge. Der war ja widerwärtig. Es ist eine Premiere. Mann. Mir nochmal im Stream in die Hose, Digga. Du bist vielleicht nicht. Deswegen ist auch kein Problem, wenn du kein Geschenk mitgebracht hast. Es ist genau 356 Tage her, als ich meinen allerersten Livestream aus dieser Wohnung gemacht habe. Aber 356 oder 365? Take my breath. 366. Wo hattest du gedacht, das Jahr 356 Tage aber? Verloren. Was riecht dein Sperma auch manchmal nach Malerfarbe, Silikon oder wie Spielknete? Mama said that it was okay. Mama said that it was zum Teufel? Sind das für Fragen, die man in einem Livestream-Chat stellt? Du weißt doch, Sperma schmeckt nur süßlich, wenn man viel Orangensaft und Dings. Und ich esse das nie. Wir wissen beide, wie Sperma schmeckt. Die Leute haben... Das ist aber wirklich so, Digga. Ist so mehr so, wie war das mal, Joghurt und so? Schmeckt dein Sperma besser? Ist es so? Also ich habe jetzt noch keine Studie an mir selber ausprobiert. Aber ja, soll so sein, Digga. Junge, ich esse gerade Milchreis. Ja, Bruder, dann ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, hier kurz ein und mal probieren, wie dein Samenerguss schmeckt.
haben gedacht, sie könnten Fitna zwischen mir und Big Mac machen, Digga. Die Leute haben gedacht, ich würde labern, wenn ich sage, am Ende des Tages scheiße ich auf alle und nur Big Mac und ich werfen mir den Laden. Und Big Mac ist der einzige Mod. Ich habe schon vor eineinhalb Jahren oder so, hat Big Mac meine Login-Daten für Twitch bekommen. Er könnte, wenn er wollen würde, jetzt den Kanal hier schließen. Wen könnte ich als Big Mac verwenden? Jojo, darf ich mir für mein Video deinen Big Mac-Schauspieler ausleihen? Nö, du, ich darf das benutzen. I'm sorry, don't leave. Er könnte, wenn er wollen würde, jetzt den Kanal hier schließen. Wo ist in einer WG? Ja, mit deiner Mutter und deiner Schwester. Mit dir, Hässlern, bestimmt nicht. Zwei Wochen, yalla. Ah ja. Digga, wieso ist meine Brille so beschlagen, Mann? Ich sehe gar nichts mehr. Liegt an deinem Mundgeruch. Ich bin gerade auch nicht in Deutschland. Der eine oder andere Insider hat herausgefunden, ich bin aktuell in Istanbul, in der Türkei. Und ich bin jetzt nicht ausgewandert. Ich bin jetzt seit zwei Monaten hier und mein erster Eindruck ist top. Ne? Und ich werde mir höchstwahrscheinlich auch mehr andere Länder reinziehen. Nee, Digga. Unfollow ist mir scheißegal. Es reicht. Nie wieder auf Madeira machst du einen Auftritt. Okay. Wir haben für 5 Gifted Subs einen Namen auf dem Board hinter ihnen. Wir haben für... Das ist so ein Schmutz-Content, Digga. Oh mein Gott, Alter. Dass sie sich selber nicht dämlich vorkommen, da am Mikrofon rumzulecken, Digga, als wenn es ein scheiß Lolli wäre. 10 Gifted Subs, ein Name auf ihren Körpern. Monte, komm mal runter zu den Slot-Automaten. Bruder, das lass mir nicht zweimal sagen, bin auf dem Weg. Digga, es war gerade so wie die Stimme, Bruder, die ich immer nachts im Bett höre. Das war wirklich so, Digga. Das war so wie der Gott, der zu mir gesprochen hat, Bruder. Monte, komm mal runter zu den Slot-Automaten. Bruder, das ist nicht zweimal sein, bin auf dem Weg. Digga, es war gerade so wie die Stimme, Bruder, die ich immer nachts im Bett höre. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonniert kein Konzept. Ja, gutes Video, Digga. Leider ein bisschen kurz momentan alles.